Ich nehme ganz besonders mit, dass dem Ministerpräsidenten das Thema Bürokratieabbau wirklich, wirklich wichtig ist. Und wir als Macher AG, die sich ja im Wesentlichen mit allen Themen rund um die Verwaltung befassen, wollen ja natürlich gerne unterstützen. Und ja, ich nehme das als Aufforderung zum Gespräch an und freue mich drauf. Ich bin tatsächlich zum ersten Mal hier auf so einer großen Veranstaltung in Lübeck und ich finde es super, dass ich so viele neue Gesichter kennenlernen durfte und auch vor allem mal persönlich und dass es hier ein gemeinsames ist, dass alle denselben Weg gehen wollen, den Wirtschaftsstandort stärken, Fachkräfte sammeln wollen. Ja, wir haben sehr viel über Herausforderungen gehört, aber was ich mitnehme ist, dass wir ganz klar die Chancen sehen sollen und nicht immer nur an die Risiken denken sollen und positiv nach vorne gucken, um diese Region hier im Hansebelt und rund um Lübeck nach vorne zu bringen. Ich nehme vom heutigen Abend mit, dass ich glaube, viele Unternehmen in einer ähnlichen Situation sind wie auch öffentliche Verwaltung. Wir haben sehr viele Regulierungen, die uns das Leben teilweise sehr schwer machen. Wir haben natürlich auch mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen und es war einerseits so ein bisschen beruhigend, dass nicht nur wir diesen Herausforderungen stellen müssen, aber andererseits ist das natürlich eine gesellschaftliche Problematik, die wir dann auch gemeinsam angehen müssen. Ich nehme mit ein rundes, sehr gut vorbereitetes Format. Die Themen, die angesprochen wurden, haben das ins Schwarze getroffen. Ja, positiv nach vorne zu schauen und Chancen zu nutzen und sich vielleicht von der etwas überholten Bürokratie nicht aufhalten zu lassen. Und auch da wird es Fortschritte geben, so wie ich heute mitbekommen habe. Ich nehme mit, dass wir positiv denken sollen, dass wir im Prinzip nicht immer nur nach hinten gucken und uns mit der Vergangenheit befassen sollen, sondern einfach machen und dass wir nicht in diese deutsche Art und Weise verfallen, immer nur zu gucken, warum manche Dinge nicht gehen, sondern positiv sein, warum es gehen könnte. Ich war zu Anfang gar nicht überzeugt, dass so eine Sommerveranstaltung statt eines Neujahrsempfangs am Anfang des Jahres, wo man ja mit einem Impuls auch aus dem Input hier rausgeht. Aber inzwischen bin ich tatsächlich begeistert davon, weil es eine ganz andere Atmosphäre ist.